Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von Happy Animals. In diesem Video werde ich euch erklären, was der Unterschied zwischen Hasen und Kaninchen ist und warum auch beides nicht das gleiche ist. Viel Spaß bei diesem Video! Zuerst einmal möchte ich euch sagen, dass sich Kaninchen und Hasen nicht zusammen fortpflanzen können. Also die beiden können nicht zusammen Kinder bekommen, denn Kaninchen haben 44 Chromosome und Hasen haben 46 Chromosome. Was Chromosome sind, werde ich euch jetzt nicht erklären. Wenn ihr das wissen wollt, dann googelt es. Ich bin nämlich keine Biologin. Kommen jetzt auch schon zu den Unterschieden. Also erst einmal, Kaninchen haben einen gedrungenen Körper und Hasen haben einen langen und schlanken Körper. Außerdem sind die Ohren bei den Kaninchen kürzer als der Kopf und bei Hasen sind sie viel länger als der Kopf. Hier sind jetzt mal zwei Bilder, wo ihr sehen könnt, was ich meine und ich glaube, das ist sehr verständlich. Und durch die Ohren erkennt man eigentlich auch sofort, ob es ein Kaninchen oder Hase ist, genau wie am Körper. Außerdem leben Kaninchen in Kolonien zusammen, also mit vielen anderen Kaninchen und Hasen sind Einzelgänger, sie leben alleine und suchen halt nur andere Hasen auf. Zur Paarungszeit, wenn sie also Kinder bekommen möchten. Übrigens sind Hasen nicht domestizierbar, das bedeutet, dass sie nicht zähmbar sind. Kaninchen hingegen sind zähmbar und werden ja auch als Zwergkaninchen, Hauskaninchen, sage ich jetzt mal, gehalten. Hasen sind viel schwerer als Kaninchen, denn sie wiegen 3 bis 6 Kilogramm und Kaninchen wiegen 1 bis 2 Kilogramm. Die Kaninchen werden nach ungefähr 30 Tagen Tragzeit, also nachdem sie 30 Tage im Bauch ihrer Mutter waren, geboren. Und zwar blind, taub und nackt. Außerdem werden die in deren Höhlen geboren. Bei Hasen ist das Ganze nämlich anders. Kaninchen werfen übrigens öfter als Hasen. Das bedeutet, dass sie mehrmals im Jahr Babys bekommen. Aber Hasen bekommen auch mehrmals im Jahr Babys, aber weniger als die Kaninchen. Außerdem pro Wurf, also pro Geburt, bekommen Kaninchen außerdem auch mehr Babys als die Hasen. Die Kaninchen nennt man übrigens deswegen auch Nesthocker, weil sie quasi, nachdem sie blind und sowas geboren worden sind, erstmal in ihrem Nest bleiben, bevor sie dann nach 30 Tagen ungefähr wieder das Nest verlassen. Hasen sind sogenannte Nestflüchter, da sie auch schon sehen können, hören können und komplett behaart sind, wenn sie geboren werden. Und außerdem werden sie nach 40 Tagen Tragzeit geboren, also nachdem sie 40 Tage im Bauch der Mutter waren. Die müssen sofort ihre Mulden, in denen sie geboren werden, verlassen, weil sie sonst schnell von irgendwelchen Tieren angegriffen werden könnten und getötet werden könnten. Deswegen Kaninchen leben ja in Bauen, aber Hasen haben keinen Bau, sondern leben halt oben an der Luft, sage ich jetzt mal. Also Kaninchen werden in ihrem Bau geboren, den haben ihre Eltern extra für sie gebaut übrigens. Und die Hasen werden in einer Feldmulde geboren und verlassen dann diese Mulde auch sofort, nachdem sie geboren worden sind. Zuletzt möchte ich euch noch etwas zum Aussehen der Tiere sagen. Kaninchen haben kurze Löffel und Feldhasen haben lange Löffel mit einem schwarzen Rand. Kaninchen haben graues Fell mit einem weißen Bauch und Hasen haben hellbraunes Fell mit weißem Bauch. Kaninchen haben dunkle Augen und Feldhasen braune Augen mit einer länglichen Pupille. Kaninchen wiegen 1 bis 2 Kilo und Feldhasen 3,5 bis 5 Kilo. Außerdem haben Kaninchen ein nach oben geklapptes Schwänzchen mit weißer Unterseite und Hasen ein nach unten geklapptes Schwänzchen mit weißer Unterseite und schwarzem Rand. Und als letztes möchte ich euch nochmal sagen, dass beides zu den Hasenartigen gehört, also dass Hasen und Kaninchen zu den Hasenartigen gehören und nicht zu den Nagern, also es sind keine Nager, sondern gehören zur Gruppe der Hasenartigen. Und dazu habe ich auch ein Video, das ist in der Infobox verlinkt. Schaut es euch doch mal an. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es war interessant. Es hat euch weitergeholfen. Ihr habt es verstanden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!